Hallo Freunde, willkommen zurück zu Cyberpunk. Die Fahrt mit unserem Judy-Taxi ist vorbei. Ist eigentlich auch nicht mehr viel passiert. Ich habe die Fahrt ausklingen lassen und alles, was war, als wir angekommen sind, hat sie ein Gespräch geführt. Das war aber mehr ein: Geh du schon mal vor und mach alle platt, ich begleite dich online. Sie übernimmt also quasi die Funktion von T-Bug und übernimmt so ein bisschen per Funk die Koordination und das Gehacke. Dann würde ich sagen, sind wir hier mal sehr, sehr vorsichtig. Denn ich muss gestehen, hier war ich auch noch nicht. Das ist jetzt blind und dementsprechend bin ich da vielleicht ein bisschen nervös. Okay, so viel dazu. Draht von der Stachel komme ich da auch nicht so einfach drüber. Aber wir können uns hier mal ein bisschen umgucken. Erstmal Breach-Protokoll. Ach Gott, das sind das wenige Dämonen. Okay, aber das kriegen wir hin. Das war schlecht. Und auch irgendwie nicht so richtig beabsichtigt, aber... Wir schauen uns mal noch ein bisschen um. Ich meine, wie schwer kann es sein? Da ist auf jeden Fall eine ganze Menge sprengbares Material dabei. Ich schätze, dass wir von hier oben aus auch ein bisschen Blödsinn machen können. Ach, wie gern hätte ich jetzt diese Verseuchungsgeschichte. Aber wir wollten ja eher schleichen und nicht nur die ganze Zeit in Kameras rumhängen und hacken. Wir benutzen das jetzt einfach mal so. So weit, so gut. Ja, da oben hätten wir dann auch noch den Laufsteg. Also ich denke mal, dass wir da irgendwie weiterkommen. Also, das wird doch easy. Und schon sind wir drin. So, lass gucken. Wir haben doch bestimmt schallgedämpfte Waffen. Nicht ganz. Wir haben das gute Stück und wir haben das Katana. Und ansonsten haben wir gerade keine Waffen dabei. Alles klar. Levelaufstieg. Ja, warum nicht? Gehen wir nochmal auf Intelligenz. Und hier könnten wir das und ich denke, das nehmen wir auch noch mit. Wupp, wupp. Okay, wir haben nur ein Schwert und keine schallgedämpfte Waffe. Offensive. Quick Hacks haben wir derzeit auch noch nicht. Da muss ich auf jeden Fall noch nachbessern. Ich weiß, wo er ist. Ach nee, hab ich mir nur eingebildet.
Das ist mit dem Charakter doch noch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Ich spiele ja parallel auch noch mit einem anderen Charakter. Ohne Aufnehmen. Dementsprechend verwechsel ich da manchmal ein paar Dinge. Aber das kriegen wir hin. Wie schwer kann es sein? Okay, eine ganze Menge Data Mining. Wir hätten... Da sind wir drin. Und das Tor ist geöffnet. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das Überwachungssystem schalten wir mal aus. Oh, und wir könnten noch gucken. Die Nachricht. Warnung. Ah, jemand an der Jig-Jig hat Fragen über unser Studio gestellt. Wir können uns also entweder darauf gefasst machen, für den Filmpreis nominiert oder überfallen zu werden. Willkommen bei N54 News, Zeit für die Lokalnachrichten. Die Gewalttaten lassen nicht nach in den Badlands. Die Badlands gehen uns erstmal nicht an. Das sind jetzt noch relativ viele. Aber das kriegen wir hin. Besonders auch mit dem Ablenkungsmanöver. Bleib schön weiter in der Ecke stehen. Gibt überhaupt keinen Grund, dass du dich umdrehst. So, der ist weg. Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuche einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Hast du gehört? Auch noch. Okay, dann die Frage an euch noch. Sollen wir vielleicht ein bisschen mehr auf Hacken gehen oder mehr auf Schleichen und Schwertkampf? Wobei Schleichen und Schwertkampf ein bisschen eine blöde Kombination ist. Ab einem gewissen Punkt geht beim Schwertkampf einfach richtig böse rein. Müsste man gucken. Aber Hacken macht das Spiel unheimlich leicht. Bin nur noch ein bisschen hin und her gerissen. Auch blöd ist, dass da so viel auf einem Haufen hängen. Okay. Die hatten da vorne jede Menge Sprengmittel. Damit könnten wir eventuell arbeiten. Aber dann wird es halt ruckzuck laut und ich glaube, das kriegen wir dann nicht wieder ausgeschalten. Okay, wir haben hier drin zwei, da draußen haben wir zwei und einer läuft zwischendrin. Was
Okay, soweit. Ah ja. Optikneustart. Damit könnten wir natürlich auch ein bisschen was machen. Jetzt mal gucken, haben wir noch Alternativen? Das ist ja eine Riesenauswahl. Oh Junge. Ich finde echt jeden. Der das noch nicht bemerkt, dann machen wir hier mit doppeltem Schaden. Ich hab was Besseres zu tun. Komm raus! Und mit dem nächsten müssten wir ihn kaputt kriegen. Na, immerhin. Ich glaube, so können wir weitermachen. Oh, Position wird preisgegeben. Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen. Ja, einigermaßen dunkel, Sache dafür. In dem Zimmer ist das halt so. Ich glaube, wir sind... Nein, noch nicht so richtig im Kampf. Die suchen jetzt noch verstärkt in dem Bereich. Es müssten noch zwei Stück. Ne, nur noch einer hier vorne sein. Hallo, wo immer du steckst, komm raus. Oh Junge. Wenn der hierhin zurückläuft, das wäre eine feine Sache. Ich tu dir nicht weh. Dann könnten wir da relativ leicht hinterher. Hallo. Habe ich hier drüben irgendwas, womit ich ihn ablenken kann? Nee, leider nicht. Ich tu dir nicht weh. Wie kriegen wir? So, Synapsen-Burnout ist wieder verfügbar. Es geht zum Glück sowas von fix. Wie gesagt, Hacken macht das Schleichen sehr, sehr leicht. Aber das haben wir. Ich will nicht verrecken. Dann hast du den falschen Job hier. Und vielleicht auch den falschen Gegner. Nur so eine Idee. Das machen wir wieder aus. Bevor uns das findet. So weit, so gut. So, da war doch... Das ist doch eine Copperhead. Eine Copperhead ist doch gar nicht schlecht. Jawohl. Copperhead ist eine feine Sache. Aber wir haben keine Mündung dafür, keinen Schalldämpfer. Schlecht. Ich meine, wenn wir schon schleichen, dann könnten wir auch... entsprechende Waffe dafür nutzen. So, einer der beiden da vorne müsste wenig Körperkraft haben.
Den haben wir schon mit dem Synapsen-Burnout geschädigt. Drecksfeigling, versteckst dich wie so ein Baby. So, der ist down, das läuft. Miserate, ich kann nicht riechen. Kann gar nicht sein, wir haben heute Morgen erst geduscht. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen dümmlich. Ich dachte wirklich, ich kann mich jetzt hier rumschleichen und die kaputt machen. Ist mir das peinlich, dass das jetzt nichts wurde. Blöder Zaunblöder. Kann ich das aufhacken? Okay, das heißt, ich brauche den Code. Das ist blöd. Warum kann ich das nicht aufhacken? Na gut, dann müssen wir da ein bisschen anders dran arbeiten. Ich hab eine blöde Idee. Und zwar einmal öffnen wir das hier. Das war das Falsche. Das da will ich eigentlich. Kriegen wir hin. Ist zur Zeit für einen Vordereingang, glaube ich. Ich habe da noch was gesehen mit einem Ablenkungsmanöver. Das Ding benutzen wir mal selber kurz. Okay, das hat nicht die tolle Einsicht, die ich erwartet hatte. Alles klar. Schade, aber das wird schon. Wo sind wir hier? Evelyn, da haben wir sie. Das ist schon mal was. Und sie liegt nicht auf dem Leichenhaufen. Das heißt, es sind wahrscheinlich gute Nachrichten. So, jetzt brauche ich trotzdem noch die Kameraansicht, die ich hier suche. Da haben wir eine Kameradin. Pass mal auf. Das passt immer noch nicht. Was ist das? Okay, nur wieder Ablenkungsmanöver. Uninteressant. Und da sind wir wieder beim Gleichen. Das ist Mist. Wir finden dich so oder so. Hast du gehört? Die machen wir aus, dann findet uns die Kamera schon nicht.
du hast mich nicht gesehen. Drecksfeigling, versteckst dich wie so ein Baby. Ist das gerade übergesprungen? Ich glaube nicht. Okay. Machen wir mal so weiter. Ist zwar nicht die feine Englische. Aber wir kriegen sie kaputt auf die Art. Okay, schauen wir mal, wie wir damit fertig werden. Das ist schon mal was. Und dann werden wir jetzt mal richtig gemein. Die dampft aber gewaltig. Hat gedampft. Das ist auch vorbei. So, einschalten will ich die Kameras erstmal nicht. Okay, dann müssten wir erstmal das haben. Jedenfalls, was die Gegner angeht. Menge Items. Das ist eine gute Sache. So, wenn wir in den Keller müssen, würde ich sagen, gehen wir erstmal nach oben. Ich bin mir fast sicher, dass wir hier oben dann Infos finden. Zum Beispiel den Code für das Türschloss oder ähnliches. Was haben wir hier Schönes? Über 1000 Euro Dollar einfach mal so. Das ist eigentlich ganz okay. Allerdings müssen wir wieder hoch. Blöderweise. Ja, verstecken, aber wir können uns da nicht verstecken und die Gegner schleppe ich nicht hier hoch. So, ich denke, hier oben im Büro finden wir ein Terminal. Okay, ich dachte, dass hier oben ein Büro ist. Was war das? Jetzt sag mir bitte, dass das Türschloss überbrückt wurde oder sowas. Okay, das wäre vielleicht auch noch Zugang gewesen. Warum nicht? Okay, hier ging es gar nicht in den Keller, hier ging es nur hier hoch. Das ist ja blöd. Okay, gewaltsam öffnen, das kriege ich nicht hin.
Braucht man, glaube ich, Gorilla-Arme, damit das klappt. Wir könnten doch einfach die Treppen hier nehmen. Das wäre fast ein bisschen langweilig. Ich sehe schon, man kann sich hier auch ganz gut durchschleichen, wenn man es drauf anlegt. Also, wenn man noch ein paar Skills mehr hat. Yep, bin sofort da. Warte auf mich. So, enge Räume. Kurze Abstände. Chancen mit dem Schwert. Und einmal kurz schnell speichern. Hey, warte. Ich bin ganz nah. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie fest. Okay. Hörst du das? Dieses Hemd. Das kenne ich. Welches Hemd? Evelyn? Ja, ohne Zweifel. Ich habe Evelyns Körper schon gesehen. Sie lag nicht auf dem Leichenhaufen. So, was bist du für einer? BD. BD. Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. Dieses RTL macht doch keinen Schaum vom Mund oder so, ja? Sonst können wir dicht machen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was wir hier backen? Propylmethionin macht so derbe Hai, dass sich selbst ein Animal in die Hose kacken würde. Und du denkst, ein bisschen künstlicher Süßstoff macht was aus? Okay, den hätten wir. Irgendwas stimmt nicht. Sehe ich ähnlich. Deshalb ging sie außen rum. Hey, wie? Mach was, verdammte Scheiße! Musst du so einen Stress machen? Ist doch... erstmal alles im grünen Bereich. Boah. Sieht aus, als wären Snuffs nur die Spitze des Eisbergs. Ja, Drogenlabor ist das nebenbei auch noch. Komm endlich raus! Ich glaube nicht, dass ich da drauf drücken will. Aber das läuft doch gar nicht so schlecht. Gut, wir benutzen weniger Schwerter, als ich dachte, aber... das muss ja nichts Schlechtes sein. Da kriege ich nur eins. Was auch immer die da labert. Da kriegen wir zwei. Das ist okay. 5-5. E955, das wäre die richtige Route. Nun komme ich da nicht wirklich hin. Doch geht. Machen wir es so. Müssten noch zwei gewesen sein. Das nicht in die Länge.
Und ich glaube, wir sollten mal gucken, was hiermit noch verbunden ist. Drei Geräte für ein Überwachungssystem. Na schön. Wir müssen in den Korridor, an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Ich könnte sie auch einfach erledigen. Deine Entscheidung, aber trödel nicht. Woher weißt du das? Ich habe seine Bote gesehen. Deshalb. Sie ist halt der Boss, also sollte er auch wie einer leben. Er ist der Boss bei jedem Boss. Komm endlich rauf! Futzen wie du. Das war schon mal das. Doppeltür. Kiste. Okay. Wie kriegen wir seine Aufmerksamkeit, ohne dabei entdeckt zu werden? Komm, zieh das nicht in die Länge. Sagst du so? In dem auf den Schrott? Damit kommen wir gerade mal zur nächsten Kreuzung. Machen wir ihn so kaputt. Der guckt einfach in die falsche Richtung. Und wir haben hier einfach nichts, um den schnell irgendwie abzulenken oder so. Weil das funktionieren könnte. Wundert mich nicht so laut, wie Judy ist. Aber Judy ist halt eine Technikexpertin, keine Infiltratorin. Meine Güte, sprechen ist schwer. Okay, das da drüben hat sich gerade schlafen gelegt. Was ist das, Arschlöcher? Scheint, als hättest du alle erwischt. Judy! Jetzt ab in den Korridor. Du überrascht mich. Oh, das sollten wir ausmachen. Zum Glück ist dieser Ausschalten-Hack so höllenschnell. So, Korridor. Gucken, ob wir den auch noch ausgeschaltet kriegen. Wäre blöd, wenn wir auf der anderen Seite an dem vorbeilaufen. Hallo, wo immer du steckst, komm raus. Da lehnt er sich in dem Moment nach vorne, wo ich ihn greife. So was macht man doch nicht. Damals bei Samurai haben wir da... Sieht aus, als wart ihr nicht die Einzigen mit so... Das war eine unerschöpfliche Goldmine für Frauen. Ich will eigentlich nur aufstehen und nicht den Dialog überspringen. Das tut mir sehr leid, aber da das die gleiche Taste ist, war das jetzt etwas unglücklich. So, können wir hier was machen? Hm, nicht wirklich. Aber das ist okay. So, was haben wir hier Schönes? Achilles, Präzisionsgewehr. Und das könnten wir sogar benutzen, ohne echte Nachteile. Oh, Junge. Gar nicht so schlecht. Jetzt müssten wir nur noch gucken,
wo der letzte Dödel ist. Vorsicht, die haben was gehört. Vorsicht, da sind zwei. Nee, wirklich, Judy. Ich lenk sie ab, du erledigst sie. Was willst du denn machen? An den Rohren da rumspielen, Rauch erzeugen. Hallo? Immer du steckst. Mach das nicht. Wo geht gleich los? Geh in Deckung! Oh. Verschwindet da, sonst ziehen sie uns. Judy, ich habe keine Ahnung, was du da vorhast. Aber es ist Mist. Es sind nur zwei. Einen mache ich blind, den anderen erwürge ich. Mach keinen... Vorsicht, die haben was gehört. Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen unter Druck gesetzt durch deinen Schwachsinnsplan. Hallo, wo immer du steckst, komm raus. Okay, da kann ich nichts ablenken oder so. Natürlich ein bisschen blöd ist. Ach, Krake. Was ist da? Verschwinde da, sonst ziehen sie uns. Judy? Weißt du was? Sollen sie mich doch sehen. Ich tu dir nicht weh. Naja, eigentlich Messer rein, Gedärme raus. Hallo, wo immer du steckst. Oder wir machen es auf die Art. Das funktioniert schließlich auch. Passt. Herrlich. Ja, und ohne Rumgespiel an irgendwelchen Rohren. Glücklich? Okay, inzwischen müssten wir eigentlich alle ausgeschalten haben, die hier sind. Aber ganz ohne Looten geht natürlich nicht. Johnny. Handschellen. Klassiker. Geht immer. Schön, dass du den Ort befürwortest. Ja, spinnt. Na toll. Okay, der hat sich nicht wirklich gelohnt, aber was soll's. Ihr wisst, wie es ist. Man muss looten, sonst wird man wahnsinnig. Und gelegentlich kommt ja doch ein bisschen was dabei rum. Es scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Was soll der Scheiß? Das ist ein sehr ungemütlicher Ort. Hier möchte ich nicht lange bleiben, wenn es geht. So gar nicht. Aber mit dem Terminal hier könnten wir mal gucken. Nachrichten.
Dr. Fingers, da geht's um Evelyn. Okay, die wissen, dass sie ein bisschen zu heiß ist und BDs mit ihr zu drehen läuft auch nicht. Ist natürlich die Frage, wofür benutzen sie sie dann? Johnny! Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Ja. Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Okay, technische Fertigkeit reicht nicht aus. Dann müssen wir wahrscheinlich hier durch. Ich habe das Gefühl, dass es durch die andere Tür leichter gegangen wäre. Okay, machen wir nochmal einen neuen Eisbrecher auf. Ich hasse diesen Ort. Warum? Weil uns keiner überwacht und wir jeden Tag chillen können. Den ganzen Tag draußen im Regen stehen müssen. Ja, das ist echt scheiße, Mann. Nein, ich hasse es, dass hier alle dumm wie Brot sind. Das kann man sich leider nicht immer aussuchen. Vielleicht ist sie ja hier. Dann bist du still. Echt toll gemacht, Leute. Fertig ist der Lack. Jetzt wird es gleich hässlich, aber ich hatte nicht genug Zeit, um da jetzt noch groß was zu reißen. Bin ich top? Mal gucken, ob wir einen ablenken können. Молись, чтобы мы тебя не... Könnte klappen. Das machen wir auf jeden Fall mal aus. Okay, war schon aus. So viel zum Schleichausflug. Okay. Genug Restschaden, dass das mit der Synapse geklappt hat. Das war knapp. Oh, Junge. So, endlich.
müssen wir erst mal gucken. Da oben war noch jemand. Gefällt mir gar nicht. Wo zur Gehörnten? Das ist in einer Sekunde wieder verfügbar. Da oben war doch noch jemand. Die hat auf uns geschossen. Gefällt mir gar nicht. Machen wir erstmal den da aus. Oh, steht noch. Irgendwas sorgt dafür, dass das hier nicht ganz störungsfrei ist. Hat die hier so eine Art Störsender? Überhitzen. Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Hacker. Ne, ich bin froh, dass Julie sich nicht in Gefahr begibt. So, was können wir hier machen? So, das schalten wir aus. Das läuft. Den explosiven Ofen lassen wir mal aus. Ah, deshalb habe ich dich nicht so finden können. Du stehst schon im Nachbarzimmer und hast durch das Gitter geschossen. Das ist nicht nett. Aber gut, dann weiß ich schon mal, was Sache ist. Na, am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. So weit, so gut. Stehst eher auf die harte Tour, was? Wart eine Sekunde auf mich. Miep. Wen haben wir da? Scheint keine Evidenz zu sein. Oh Mann. Ach, ich habe das blöde Gefühl, wenn wir das nicht clearen, werde ich es bereuen nachher. Okay. Das lief überraschend gut, würde ich sagen. Blendgranaten for the win. Okay, ich bin da. Suchen wir sie. Das sehe ich. Halt durch, die waren schon alle enthauptet, als ich reingekommen bin. Oder
eine Sekunde danach. Blendgranate, Schwert ist auch eine lustige Kombo. Ja, sonst reißt euch der Angreifer auseinander. Das wollt ihr doch nicht. Von dem Studio haben wir den BD gesehen. Das ist die Kiste, die wir gescannt haben. Der Kaffeebecher. Der Karton mit Pizza. Das war alles genau hier und noch gar nicht lange her. Oh Junge. Okay, soweit. Oh. Wo kommst du denn her, sag mal? Die Granate hast du fallen lassen. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich hier auf Leute baller. Ja, ich heile mich und ich habe ein schlechtes Gefühl. Dass das vielleicht Evelyn ist und die ihr Puppenimplantat benutzt, um sie zu steuern, als Kämpferin. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber wenn ja, wäre das von deren Seite ziemlich clever, würde ich sagen. Okay, soweit. Du bist schon drin. Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an. Was sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und... jetzt! Okay. Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Okay. Wir bringen sie zu einem Ripper-Dock. Und dann kümmern wir uns um sie. Aber nicht hier, okay? Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Oh Junge. Sie deckt unseren Rückzug. Das ist fein. Wow. Doppelwow. Okay, das ist ihr. Komm schon, ist doch nicht so schwer. Zigaretten-Etui. Für mich. Nope. Rauchen ist was für Poser. Das stinkt. Oh, verdammt, quatsch nicht. Mach endlich eine Kippe an. Nein. Nichtraucher sind die Pest. Ich hab echt nur Pech. Hab Geh dich nicht rein. So. Ja, komm. Willst du Wurzeln schlagen? Hab diesen Horrortrip nicht auf mich genommen, um vor einer Tür zu stehen. Oh, Scheiße, nicht gut. Oh. Relic mal wieder. Ja, es ist doch nicht okay. Judy? Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Was? Du bist sauer auf sie? Warum?
Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Ich weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Jetzt bin ich verwirrt. Was zum Geier? Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Ach, noch. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie? Eins nach dem anderen. Jetzt würde ich sagen, wir lassen es für heute erstmal gut sein. Ich weiß, das ist wieder ein blöder Cliffhanger. Aber da kommt noch so viel Zeug und wir haben noch so viel Zeit. Im Ernst, die Episode ist schon wieder richtig lange. Da kann sich, glaube ich, keiner beschweren, außer vielleicht die Leute, die kurze Episoden wollen. Und ja, dementsprechend, sorry, aber irgendwann muss ich die Episoden auch bearbeiten. Ich kann nicht immer nur aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Wir gucken uns diese Geschichte, die Judy gefunden hat, in der nächsten Episode an. Und dann sind wir hoffentlich etwas schlauer, warum Judy jetzt so wütend ist. Bis dahin, macht's gut. Hallo John Steif. Ciao, Freunde.